Als in Hamburg Norderstedt haben wir eine Schulsanierung gemacht. Da geht es um eine energetische Sanierung. Eine Schule, die quasi energetisch nicht so optimal läuft. Und hier sollte das Dachgeschoss ausgebaut werden. Das Fenster konkret haben wir dann dafür eingesetzt, dass wir ein höher gezogenes Treppenhaus, wir haben oben in diesen neu sanierten Dachgeschossen jetzt auch Klassenräume untergebracht. Und da musste natürlich eine Belichtung und auch eine RWA-Anlage eingebaut werden. Und da hat sich das mit diesem Produkt eigentlich optimal angeboten. Ist eigentlich ein sehr, sehr guter Wert. Der übererfüllt unsere Ansprüche, die wir haben. Wir mussten die NF 2009 erfüllen, dafür wäre es auch schlechter noch möglich gewesen. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil wir auch ja eine energetische Sanierung machen. Insofern ist man da ja immer bestrebt, einen möglichst guten Wert zu haben. Also Durchsturzsicherheit ist ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, auch wenn man ihn oft nicht so im Fokus hat. Denn die meisten Dachkuppeln sind ja nicht durchsturzsicher. Und dadurch muss ich auf den Dachflächen oft Sekuranten zusätzlich anbringen und zusätzliche Sicherungsmaßnahmen. Wenn ich hier ein Produkt habe, was da Durchsturzsicherheit auch über Jahrzehnte gewährleistet, habe ich da auf jeden Fall einen Vorteil. Ja, also nicht sichtbare Motoren sind natürlich was Schönes, was einen als Gestalter natürlich freut, wenn ich da nicht so eine große Mimik habe, wie ich das bei manchen anderen Lichtkuppeln habe. Es ist meistens nicht der ausschlaggebende Punkt sowas, aber ich würde mal sagen, es ist ein schöner Nebeneffekt. Ja, also beim Einbau haben wir ja gesehen, dass das völlig problemlos ist. Das lässt sich verarbeiten wie eine ganz herkömmliche Lichtkuppel. Der Dachdecker hatte da überhaupt kein Problem, der hat sich da sofort ganz üblich wohlgefühlt, also das ist eine ganz normale Andichtungsgeschichte. Ja, also in unserem konkreten Fall als Treppenhaus-RWA eingesetzt war es jetzt nicht so wichtig. Allerdings, wenn man im Schulbau arbeitet und dort zum Beispiel auch Klassenräume mal mit einer Lüftungsfunktion noch versehen will, gerade das Thema Querlüftung dann an der Fensterfläche und vielleicht auch mal in der Dachfläche, dann ist die Lüftungsfunktion durchaus sehr sinnvoll. Im Wohnungsbereich sowieso.